Sie einfach mal einen Blick, je nachdem, wo Sie stehen, zu den Esso-Häusern. Das ist da, wo diese große Leuchtreklame noch ist. Das ist im Moment noch das Letzte, was da leuchtet. Und heute Nacht sind sämtliche Bewohnerinnen des Hauses evakuiert worden, da das Haus sich bewegt hat. In diesen Häusern stecken einige Jahrzehnte Sanierungsstau, schlicht und einfach aus Mieten, in denen auch Sanierungskosten gezahlt wurden, ist nie etwas an diesen Häusern gemacht worden. Der alte Besitzer hat sich noch eine Nase verdient und der aktuelle Totengräber, die Bayerische Hausbau, sind verantwortlich dafür, dass diese Häuser jetzt so ruiniert sind, wie sie es sind. Unser Bezirksbürgermeister, Herr Grote, der immer gerne auf die Gästeliste wollte, verdient sich gerade als Groschenjunge, der dafür sorgt, dass diese Dinge weiter so geschehen können. Für alle Bewohnerinnen hier verschwindet damit auf jeden Fall eines der letzten Stücke vom Kiez, wie es viele, die hier groß geworden sind, hier gelebt haben, gekannt haben. Und für alle, die jetzt hier auf dem Weihnachtsmarkt planieren, die halten einfach mal vielleicht kurz inne und schauen sich diese Häuser an, weil da werden sie ein St. Pauli sehen, was es so bald nicht mehr geben wird. Ein Großteil der Leute hat heute in einer Notunterkunft übernachtet. Die Leute werden gerade auf Hotels verteilt. Das Bezirksamt hat heute die Information rausgegeben, dass die Häuser aller Wahrscheinlichkeit nach geschlossen bleiben werden und nicht mehr für bewohnbar erklärt werden. Das Statikbüro hat sich die Häuser heute angeguckt und wird wohl auch noch in den nächsten Tagen sich die Häuser genauer angucken. Da müssen wir gucken, was dann das Ergebnis ist. Das ist jetzt das Resultat daraus, dass die Häuser verfallen gelassen werden und auf den Abriss spekuliert wird. Und es ist ein Skandal, wie hier mit dem Zuhause der Leute und wie hier mit den Gewerbetreibenden in diesem Komplex umgegangen wird. Die Initiative Esso-Häuser hat nach Bekanntwerden des Gutachtens im Sommer schon vor ein paar Wochen die Bayerische Hausbau, den momentanen Eigentümer, angezeigt, wegen Verletzung des Wohnraumschutzgesetzes, dass sie ihrer Instandhaltungspflicht nicht nachgekommen sind. Diese Anzeige wurde vom Bezirksamt als nichtig erklärt. Das Resultat, wie nichtig diese Anzeige jetzt ist, haben wir heute erleben müssen. Ich glaube, dass relativ klar geworden ist, dass dieses Vorgehen, was übrigens nicht nur hier an den Esso-Häusern passiert, sondern an ganz vielen anderen Orten hier in Hamburg und auch in anderen Städten, zeigt, dass es einen teilweise verantwortungslosen Umgang mit Bausubstanz gibt, der nur den Profiten der Immobilienunternehmen dient und die Bedarfe und Belange der Menschen in den Häusern nicht in den Blick nimmt. Wir fordern, die Häuser müssen der Bayerischen Hausbau sofort entzogen werden und es braucht einen breiten öffentlichen politischen Diskurs darum, wie die Zukunft dieser Häuser weiter gestaltet werden kann. Den Profitinteressen eines Unternehmens darf dies nicht überlassen werden. Insofern fordern wir analog zum Gängeviertel eine öffentliche, genossenschaftliche Lösung. Esso-Häuser St. Pauli, es geht um die Stadt, es geht ums Ganze. Ergänzend wollte ich noch zur Pressekonferenz was sagen. Die war nämlich wahnsinnig toll. Ja? Die lief ohne die Betroffenen. Die Betroffenen, also die Leute aus den Häusern und aus dem Gewerbe, die waren in dem Stripperzelt da oben untergebracht. Deswegen konnten die Pressekonferenz nicht mitkriegen. Die Pressekonferenz war dann in den tanzenden Türmen. Anwesend war Herr Taubenberger von der Bayerischen Hausbau. Der ist reingeflogen heute. Und Herr Andi Grote, der Bezirkschef. Es wurde sehr viel Besorgnis geäußert in Bezug auf die Wohnerinnen. Man müsse sich jetzt erst um die kümmern. Und damit wurden alle Fragen nach Baufälligkeit, wann man das schon wissen gekonnt hätte und nach Verantwortung vor allem über die ganzen Jahre, seit den 50er Jahren ist an den Häusern ja nichts gemacht worden, wurde damit abgeschmettert, dass man jetzt sich ja erstmal um die Leute kümmern müsse und das fände man mehr oder weniger eine Frechheit, wenn man jetzt überhaupt andere Fragen stellen würde. Das ist natürlich auch der Meinung, dass man sich zuerst um die Leute kümmern muss, aber die interessiert es auch, wie sowas entsteht. Und das kann man nicht so abkoppeln. Der Herr Taubenberger von der Bayerischen Hausbau, das war besonders dreist. Die einzige Antwort, die er im Grunde gegeben hat, war, keiner ist hier verantwortlich. Die Häuser waren eigentlich schon rot, als sie gebaut wurden. Es gibt keinerlei Bewusstsein dafür, dass ein Hausbesitzer vielleicht, woher die anderen jetzt diese Bayerische Hausbau, für irgendwas hier verantwortlich sein könnte, irgendwelche Arbeiten an den Häusern machen müsste. Es geht nur darum, dass sie abbruchreif sind.
sind. Und das wird jetzt auch geschehen. Da wurde ausweichend geantwortet. Aber es sieht wirklich, glaube ich, so aus, dass die Häuser leer bleiben. Und warum sollen leere Häuser dann nicht abgerissen werden? Was dauernd passiert, wenn man Investoren das ganze Vertrauen schenkt und die machen lässt? Zur Situation der Leute. Die haben übernachtet in einer Turnhalle und haben dann ab Mittag die ganze Zeit hier verbracht, um darauf zu warten, ob sie dann mal reinkommen, um nochmal ihren Perso rauszuholen und etwas Geld oder Medikamente. Das war wahnsinnig schlecht organisiert. Sie wurden dann in Gruppen aufgeteilt, wurden dann als Gruppen aufgerufen. Man hat hier ein Szenario aufgezogen, als wäre hier ein riesen Erdbeben gewesen und nachher, als hätte man das nicht über Nacht regeln gekonnt. Die Leute sind fertig, sie sind jetzt auf verschiedene Hotels verteilt oder bei Privatleuten. Und wäre unsere Anwältin nicht vor Ort gewesen, hätten sie nicht mal Essensgeld oder irgendwas gekriegt. Das musste mühsam ausgehandelt werden. Die sind deswegen jetzt nicht hier, weil sie immer noch warten zum Teil, ob sie in die Häuser rein dürfen oder weil sie halt in diese sehr schlechten Hotels übrigens gekarrt werden und zerstreut sind dann erstmal. Also es war überhaupt nichts wirklich von Sorgfalt oder dass man sich um die Leute wirklich Sorgen gemacht hätte zu sehen. Wir haben es hier nicht mit einer Naturkatastrophe zu tun, sondern mit einem Zustand, der herbeigeführt wurde über jahrzehntelange Unterlassung von Sanierung, Reparieren der Häuser. Gleichzeitig wurde sehr viel Geld dabei verdient. Der Vorbesitzer hat viel verdient vorher. Gleichzeitig sind jetzt die Leute, die das herbeigeführt haben, enorm privilegiert an ganz vielen Stellen hier auf der Reeperbahn. Nur die Grundeigentümer durften Einspruch gegen die Einführung eines Business Improvement Districts stellen. Die Grundeigentümer sollen beteiligt werden bei der Erstellung des Bebauungsplans hier an dieser Stelle. Den möchten die natürlich ändern. Das sind alles Bevorzugungen der Grundeigentümer, die sich hier eigentlich vollkommen desavouiert haben, bei denen man genau diesen Zustand jetzt herbeigeführt haben, den wir heute erleben. Damit sollten wir sie nicht davonkommen lassen. Kaputt besitzen darf sich auf keinen Fall lohnen. Im Moment ist das hier ein Extrembeispiel, wie Sanierungspolitik, Verdrängung auch vertraulich funktioniert. Dieses Extrembeispiel soll keine Schule machen. Die ganzen Geschäftsleute, die auf das Hoch verschuldet sind. Die ganzen Angestellten, die beschäftigt haben, verlieren alle ihre Arbeitsplätze. Hat sich darüber mal jemand Gedanken gemacht? Nein! Es wird über die Köpfe von uns hinweg entschieden. Wir Deutschen sind auch meistens schon ein Volk geworden von Ja-Sagern. Wir müssen viel mehr auf die Straße, wir müssen viel mehr uns wieder zeigen, dass wir da sind. Leute, seid ihr da? Utopia is a mirror of multiple imagined worlds. Gefährdet. Das wird weiter geprüft werden müssen. Nichtsdestotrotz bleibt es so, dass es ein Skandal ist, dass hier über Jahrzehnte nichts in die Häuser investiert wurde, die Miete rausgezogen wurden und jetzt die Leidtragenden die Mieter und Mieterinnen sind. Wir meinen Schluss mit Investorenfantasien. Es reicht! Die Bayerische Hausbau hat ca. 19 Millionen Euro für diese Häuser gezahlt. Sie hat von Anfang an nie ein Hehl draus gemacht, dass sie diese Häuser abreißen wollte. Aber es gibt kein Recht auf Abriss. Sie haben sich verspekuliert, Bayerische Hausbau enteignen und zwar sofort. Es braucht endlich einen anderen Umgang in dieser Stadt, mit dem wer Städte baut und für wen die Städte sind. Recht auf Stadt für alle, anstatt Profite für wenige. Vor Häuser, vor Häuser, vor Häuser, vor Häuser.
mich über die Leute, die sich dagegen verwehren, dass sie ihre Zuhause verlieren, wo sie teilweise seit 30 Jahren leben und behauptet, ihr habt doch nur Sozialneid. Wir sagen euch, Bayern, ihr habt Kultur.